Willkommen zurück bei v60hybrid.de. Ja, ich weiß, ist ein etwas komischer Videotitel, aber natürlich werde ich euch im Video jetzt erläutern, was ich eigentlich meine. Ja, was also ist jetzt passiert? Ist das Auto kaputt gegangen? Das kleine Schubkarrenmotörchen endgültig explodiert? Nein, natürlich nicht. Wie man unschwer erkennt, sitze ich ja immer noch in meinem Volvo und sieht auch ganz so aus, als würde er noch fahren. Heißt also auch, es gibt noch keinen Nachfolger. Oder um genau zu sein, habe ich das Auto vor ein paar Wochen aus dem Leasing rausgekauft. Also er gehört jetzt mir bzw. meiner Firma. Also muss etwas anderes vorgefallen sein, etwas, was auch ja, mir selber bisher noch nie widerfahren ist. Um es kurz zu machen, blende ich euch jetzt einfach einen Tachostand ein, den er letzten Mittwoch nach exakt 3 Jahren und 3 Wochen, die ich das Auto habe, angezeigt habe. Ja, das ist also passiert. In all den Jahren, die ich jetzt als Langstreckenpendler mit verschiedenen Firmenstandorten unterwegs bin, habe ich schon diverse Autos auf 150, 160, 170.000 Kilometer hochgefahren. Den ersten Mercedes ML habe ich mit 194.000 abgegeben. Aber ich habe noch nie ein Auto über 200.000 Kilometer gefahren. Da ist er hier der erste. Und ich sagte es ja schon, dass ich ihn aus dem Leasing rausgekauft habe. Er wird auch noch ein paar Kilometer mit mir machen müssen. Ich hatte ja bei 166.000 schon mal ein Video zu Mängeln bzw. eben zu den nicht vorhandenen Mängeln gemacht. Das hat sich jetzt auch 35.000 Kilometer später im Grunde nicht geändert. Das Auto fährt einfach. Und ich werde noch mal sehen, dass ich auch noch mal ein etwas intensiveres Video mit B-Roll des Innenraums mache, euch das einfach noch mal zeige, wie dieses Auto nach 200.000 Kilometern aussieht. Das will eigentlich kaum einer glauben, dass er wirklich schon so viel auf der Uhr hat. Klar macht es wahrscheinlich einen Unterschied, ob jetzt ein Auto in 10 Jahren 200.000 läuft oder wie bei mir in 3 Jahren. Aber es sieht definitiv nicht aus wie ein Auto, das 200.000 Kilometer auf der Uhr hat. Von daher mache ich mir jetzt auch erstmal keine großen Sorgen, dass ich ihn rausgekauft habe. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich schon irgendwie jetzt langsam mich dran machen, das Thema Nachfolge dann doch mal zu klären. Denn ich kann nicht beurteilen, inwieweit das Gerüchte sind oder inwieweit es Tatsachen sind, aber was man heute so allgemein liest, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, werden heutzutage Verbrennungsmotoren üblicherweise auf eine Laufleistung von etwa 150.000 Kilometern ausgelegt. Bei mir wird so ein Motor zwangsläufig länger halten, dadurch, dass er halt im Langstreckenbetrieb unterwegs ist und nur sehr selten in hohen Drehzahlen unterwegs ist, nämlich eigentlich nur, wenn ich bergauf mit Anhänger fahre. Also soll der schon ein deutliches Stück länger halten. Nichtsdestotrotz, eine 250.000 traue ich ihm durchaus zu, aber danach wird es langsam eng. Und von der Kostenfrage ganz abgesehen ist natürlich auch, ich bin von dem Auto abhängig, es muss fahrbereit sein. Irgendwann würde es dann einfach keinen Sinn machen, ihn, ja, ich nenne es mal, am Leben zu erhalten. Ja, ich hatte ja auch im Frühjahr schon mal ein Video gemacht zum Thema Nachfolge. Da hatte sich in der Zwischenzeit einiges, ja, ich nenne es mal, verschoben. Ich hatte im Frühjahr ja gesagt, wenn endlich mal der GLE, der Mercedes GLE oder der BMW X5 bestellbar würden, würde ich mir die gut angucken wollen. Und dem war dann auch so, der BMW X5 war dann Ende Mai bestellbar. Hatte wirklich einen relativ großen Akku und sollte auch bis im November lieferbar sein. Also es wäre sich genau ausgegangen mit der Leasingrückgabe von ihm. Ja, ich hatte dann also einen BMW X5 bestellt. Der ist dann, wie sich hinterher herausstellte, zu meinem Glück ein paar Mal nach hinten verschoben worden mit dem Liefertermin.
Hab dann aber auch zwischenzeitlich, das ist ja auch, hatte ich ja auch schon mehrfach Videos zu gemacht, oder es gibt auch eine ganze Menge Videos inzwischen zu dem Auto, mir einen BMW i3 gekauft. Und ja, es gibt ja das Video zu den Folgen des BMW i3, nämlich dass ich meinen Porsche verkauft habe. Und eine andere Folge des i3 ist, dass ich nenne es mal mein Plug-in-Hybrid, also mein Volvo XC90 T8, jetzt eigentlich erst wirklich zeigt, wie ungeeignet das Auto für einen Langstreckenfahrer ist. Bisher hielt sich der Verbrauch immer noch in halbwegs erträglichen Grenzen, weil ich meine ganzen Wochenendtouren freitags und montags ins etwas näher gelegene Büro, die habe ich halt alle mit dem XC90 früher gemacht. Und da ist dann der E-Anteil deutlich höher und der Schnittverbrauch geht dadurch natürlich ziemlich stark runter. Jetzt fahre ich das alles mit dem i3 und mein Schnittverbrauch auf die letzten 30.000 Kilometer, ja, explodiert, ist jetzt ein übertriebenes Wort, aber er steigt ständig an, weil ich halt den Hauptnutzen des Plug-in-Hybriden, nämlich ihn auf Kurzstrecken einsetzen zu können, einfach nicht mehr habe. Ja, ich hatte ja gesagt, BMW hat den X5 jetzt mehrfach nach hinten verschoben und ich bin dann irgendwann für mich auch zu der Erkenntnis gelangt, dass wenn ich jetzt ein neues Auto bestelle, ein Plug-in-Hybrid eigentlich keine Lösung ist. Also da wäre bei meinem jetzigen Fahrprofil, also alle Kurzstrecken mit dem i3 und ausschließlich die Langstrecken, das andere Auto ausschließlich für die Langstrecken, da wäre dann ein Diesel geeigneter als so ein BMW i3. To make things short, durch die Verschiebungen des X5 konnte ich dann mit dem Händler eine, wie heißt das so schön, Aufhebung im gegenseitigen Einvernehmen des Kaufvertrages erzielen. Das heißt, aktuell gibt es nicht mal eine offene Bestellung für einen potenziellen Nachfolger für dieses Auto. Und ich muss gestehen, ich bin eigentlich jetzt ja ungefähr am gleichen Stand, wie ich Anfang des Jahres schon mal war, wo ich auch die ersten Videos zur Nachfolge vor meinem XC90 gemacht habe. Zwischendurch war mal der Audi e-tron für mich relativ weit hoch angesiedelt, insbesondere da auf meinen Hauptstrecken inzwischen die Ionity-Lader deutlich mehr werden. Als ich den X5 bestellte, war der e-tron noch keine Option, weil einfach auf meiner Hauptpendelstrecke auf den 373 Kilometer nicht ein einziger Ionity gewesen wäre. Und das ist ja nun mal ein offenes Geheimnis, dass der Audi jetzt nicht unbedingt das effizienteste E-Auto ist. Ich müsste mit dem auf 370 Kilometer zwangsläufig nachladen. Und ohne einen Ionity-Schnelllader wäre das völlig irre, nicht machbar gewesen. Jetzt sind zwei schon gebaut, zwei weitere sind im Bau, also jeweils auf den beiden Seiten der Autobahn, also wäre nicht das Problem gewesen. Wir haben uns auch letzte Woche einen angeschaut im Audi-Zentrum. Ja, jetzt werden mir bestimmt wieder einige dann Audi-Bashing vorwerfen wollen, aber um dem gleich vorzubeugen, eigentlich bin ich Audi-Fan. Ich bin früher immer nur Audi gefahren, meine ersten Firmenwagen waren alles Audis. Meine Frau fährt auch heute noch ein Audi A6 4G. Und auch die war mit mir zusammen, ja, ich glaube, das richtige Wort ist schon erschüttert, ob der Innenraumverarbeitung, ob der Materialien des Audi e-tron. Bei mir kam dann noch der Nutzwert hinzu, die kriegen es noch immer nicht auf die Reihe, eine komplett umlegbare Rückbank zu machen, die steht immer noch leicht angewinkelt. Es ist immer noch, das Gepäcktrennnetz wird auf den Rückbänken festgemacht, das heißt, der ganze Raum zwischen der Rückbank und den Vordersitzen ist verschränkter Laderaum. Dazu dann die relativ schlechte Anhängeleistung von 1,8 Tonnen, die ich dann eigentlich ständig überschreiten würde. Nee, also der e-tron wird es auch nicht. Ja, das Problem ist halt, dass wir, bevor ich den X5 bestellt habe, exakt an dem Tag, dass wir da auch bei Tesla noch waren
und uns das Model X auch nochmal angeguckt haben. Eigentlich ist es der auch nicht wirklich. Auf der anderen Seite ist er mehr oder weniger alternativlos, wenn ich auf ein Voll-E-Auto umsteigen möchte. Und auch das andere, was bisher so vorgestellt wurde, was demnächst kommen soll, scheitert bei mir dann meistens spätestens an der Anhängelast. Klar, jetzt könnte man so Dinger machen wie den Polestar doch nehmen, den i3 wieder verkaufen und dann für die Zugaufgaben einen Dodge Ram oder sowas. Will ich aber eigentlich nicht. Bei mir läuft es momentan eigentlich so geistig darauf hinaus, entweder ich schaffe es irgendwie, dass mir das Model X doch noch gefällt und ich da doch noch Spaß dran finde, oder ich das Risiko eingehe, zu warten, bis gescheiter E-Autos auch von anderen Herstellern kommen und das Risiko eingehe, dass mir in der Zwischenzeit irgendwas Größeres hier am XC90 passiert und ich den einfach weiterfahre, bis er auseinanderfällt. Das wahrscheinlich nicht, aber bis dann halt größere Motorschäden oder Fahrwerksschäden oder sonst was auftauchen. Ich weiß momentan nicht so genau, was ich machen soll. Ich hatte auch schon mal überlegt, mir ein Model X nochmal zu mieten für meine Strecke. Leider sind die in der Nähe sind oder die günstig zu mieten sind, was manche für Mietpreise aufrufen, ist auch jenseits von Gut und Böse. Das sind eigentlich alles nur X75D. Da habe ich auch keine Lust drauf, weil mit dem kleinen Akku müsste ich zweimal nachladen auf der Strecke. Für mich kommt sowieso nur ein 100er in Frage. Also müsste ich zumindest einen 90er mieten können. Ja, ich weiß es noch nicht. Also was ich jetzt schon mal angefangen habe, und dazu werden dann demnächst auch noch ein paar Videos kommen, dass ich einfach mal hergegangen bin und habe eine ganze Menge der Komfort-, Luxus- und auch der Sicherheitsfunktionen zum Teil des XC90 abgeschaltet, nämlich die das Model X nicht hat. Also ich fahre momentan zum Beispiel ohne Head-Up-Display. Heute ist das Wetter jetzt so mies, dass ich zur Abwechslung den Regensensor mal wieder an habe, aber ich bin jetzt auch ganz lange ohne Regensensor gefahren. Ja, ich weiß, die Teslas haben einen Regensensor, aber Model S und Model X mit dem AP2 bzw. AP2.5 haben nicht nutzbare Regensensoren. Jedenfalls das Model S, das ich gefahren bin, das war kein Regensensor, das war Mist. Ich habe das Ding, nachdem ich endlich die Abschaltung gefunden habe, dann auch abgeschaltet und habe den Scheibenwischer manuell bedient bzw. habe manuelle Funktionen genommen. Genauso fahre ich momentan bei ihm nur mit der Rückfahrkamera. Ich habe die 360-Grad-Kameras ausgeschaltet. Ich schalte das Fernlicht von Hand ein und aus, da die Teslas ja auch kein Matrixlicht haben, und versuche jetzt einfach zu schauen, inwieweit ich damit leben kann, mit den doch sehr rudimentären Funktionen, die so ein Model X hat, auch Sprachbedienung, Sitzheizung an, aus, Temperatursteuerung mache ich momentan alles nicht per Sprache, sondern mache es per Touch, da ich halt auch da im Model X da die Sprachsteuerung nicht vorhanden ist. Ich werde zu diesen einzelnen Punkten, wie gesagt, auch nochmal einzelne Videos machen. Jetzt nicht als Volvo toll darstellen oder Tesla Bashing oder was auch immer, sondern einfach für mich, ja, vielleicht auch hinterher, je nachdem zu welcher Entscheidung ich gekommen bin, als Proof of Concept, also als Bestätigung oder Verneinung meiner späteren Entscheidung, um da für mich, ja, eine Sicherheit dann auch reinzubringen, wie auch immer ich mich dann hinten raus entscheiden werde, versuche ich das rein für mich, für mein Fahrprofil. Ich werde da bestimmt keine irgendwelchen allgemeingültigen Aussagen zu treffen, weil viele Sachen für jemanden, der weniger fährt oder der ein anderes Streckenprofil hat, unter Umständen gar nicht so zutreffen wie für mich. Aber vielleicht kann ja der ein oder andere dann mit diesen Gedankengängen auch was anfangen. Von daher, das Schöne an YouTube ist ja auch, wenn man keine Lust hat, sich sowas anzutun, braucht man es auch nicht anzuschauen. Es tut ja niemandem weh, wenn ich die Videos dann später hochlade. Ja, das ist also der Stand heute. Euer Stefan Lenz.